In unserer Serie der Vorstellung besonderer Ballsportarten sind wir heute beim TV Eichehorn, der führenden Floorballabteilung in Bremen, die mit ihrer Herrenmannschaft in der zweiten Bundesliga spielt. An einem Montagabend besuchten wir ein U17-Training, an dem in der Regel 15 bis 20 Jugendliche teilnehmen. Natürlich gehört ein Grunderwärmungsprogramm zu jeder Trainingseinheit dazu, das an diesem Abend von Trainer Timothy Bisotte geleitet wird. Bevor Schläger und Ball ins Spiel kommen, wird dann erst einmal Ditchball gespielt. Ein Spiel, bei dem vor dem Wurf der Ball erst einmal den Boden berühren muss. Wichtig dabei ist, dass dieses Spiel körperlos betrieben wird. Dies ist der Ball. Er ist aus Kunststoff, hat 26 Löcher, wiegt 23 Gramm und hat einen Durchmesser von 72 mm. Der Schläger ist maximal 105 cm lang und besteht aus einer gekrümmten Schaufel, um dem Ball eine höhere Geschwindigkeit zu geben. Als nächstes wird nun beim heutigen Training die Ballannahme und die Ballführung geübt. Zunächst jeder für sich. Die beiden an diesem Abend anwesenden Torleute üben derweil an der Hallenwand mit den Kunststoffbällen ihre Reaktionsschnelligkeit. In der Jugendmannschaft beim TV Eichehorn spielt auch ein Mädchen Floorball. Auch sie ist Torhüterin und mit viel Ehrgeiz dabei. In der nächsten Sequenz des Trainings wird nun Passspiel geübt, und zwar so, dass möglichst viele Jugendliche in Bewegung sind. Einige Minuten später findet dies mit einem Torschussabschluss seine Fortsetzung. Dabei wird aus allen vier Ecken der Halle auf beide Tore gespielt. Hier einmal die Torhüterin in Aktion, die immer im Tor kniet. Dabei beträgt die Torgröße in der Breite 1,60 Meter und in der Höhe 1,15 Meter. Hier einmal die andere Hallenseite mit derselben Übung. Floorball ist ein sehr laufintensives Spiel für jeden Spieler. So wird ähnlich wie beim Hallenhockey oder beim Eishockey im Punktspiel ständig gewechselt. Dieses sieht man auch an dem heutigen Trainingsabend, wo sehr viel Laufarbeit geleistet wird. Nach ungefähr der Hälfte des Trainingsabends ruft Trainer Timothy Lisotte eine Trinkpause aus, die auch gern von den Spielern genutzt wird. Kurze Zeit später erklärt er dann in einem Kreis mit der Taktiktafel eine neue Trainingsübung. Und diese Übung geht ungefähr so. Ein Angreifer bekommt einen Pass, geht aufs Tor, schießt und wird dann zum Abwehrspieler, der sich nun zwei Angreifern gegenüber sieht. Nach deren Abschluss wiederum werden diese dann jetzt Abwehrspieler, weil zwei weitere Spieler ins Feld kommen, um dann mit drei Angreifern gegen zwei Abwehrspielern zum Torschuss zu kommen. Doch ganz einfach, oder? Man sieht, dass die Spieler an diesem Abend so Schwierigkeiten mit der Vorgabe des Trainers hatten. Die Theorie sieht ja immer einfacher aus als die Praxis. Die letzten 15 Minuten der 90-minütigen Trainingseinheit besteht dann natürlich aus einem normalen Floorballspiel. Heute spielen die schwarzen T-Shirt-Träger gegen die bunten. Das Spielergebnis ist dabei nebensächlich. Wichtig ist, dass jeder Spieler seine Einsätze in seinem Team bekommt. Besonders hervorzuheben ist dabei für mich, dass die Mannschaften sich selbst schießen. Das heißt, was faul ist oder der Stock zu hoch gehalten wurde, wurde selbstständig entschieden, ohne dass der Trainer eingreifen musste. Floorball, eine schnelle, laufintensive Sportart, ist besonders für jüngere, sportinteressierte Personen geeignet und wird im Übrigen bereits in mehreren Bremer Vereinen angeboten. Wie selbstverständlich räumten alle Trainingsteilnehmer nach Ende der Übungseinheit Bänke und Tore weg. Danach befragte ich zwei Jugendliche, wie sie zum Floorball gekommen sind. In der Grundschule war so ein Workshop, wo man verschiedene Sportarten ausprobiert hat. Und da war auch Floorball dabei und dann habe ich das einfach weitergemacht, weil es Spaß macht. Was zeichnet denn TV Eichehorn im Floorball aus für dich? Also wir sind verhältnismäßig sozial im Vergleich zu anderen Mannschaften, auch innerhalb des Teams. Und ja, das ist eine zweite Familie fast. Was für sportliche Ziele habt ihr jetzt mit der Mannschaft dieses Jahr? Erster Platz in der Liga und dann noch zu den deutschen Meisterschaften zu fahren. Also ich habe vorher Hockey gespielt vom Floorball und ich habe dann im Sommerferienprogramm von Eiche habe ich dann mal Floorball ausprobiert und ich habe gemerkt, dass das irgendwie, also es mir mehr Spaß macht, das ist schneller als Hockey. Und dann habe ich das auch mal im Verein ausprobiert und habe dann mit Hockey aufgehört und habe dann hier angefangen und habe dann zuerst noch ein Jahr auf dem Feld gespielt und jetzt spiele ich halt 4 Jahre im Tor. Alles Weitere zum Thema Floorball nun von unseren Gästen im Studio. Ja, ich freue mich, dass ich jetzt zwei junge Herren hier neben mir habe.
Die Trainer der Mannschaft, den wir eben gesehen haben, Timothy, dich haben wir eben schon im Bild gesehen als Trainer, aktiver Trainer. Andreas, du bist auch Trainer der Mannschaft. Warum warst du eigentlich nicht dabei jetzt bei dem Film? Timmy und ich, wir teilen uns das Training. Wir haben zweimal die Woche Training und weil wir selber halt ja auch in der Bundesliga spielen und da halt auch viel Training selber haben, haben wir das so aufgeteilt, dass das eine Training Timmy macht und das andere Training mache ich. Timothy, ihr habt eine Besonderheit, ihr seid einerseits erste Herrenspieler, dadurch belastet und ihr buckelt euch auch noch die Trainerschaft für die Jugendmannschaften auf und das auch noch für Lau. Es gibt keine Übungsleiterpauschale. Was motiviert dich da? Es hat viel damit zu tun, die Sportart auch voranzubringen und wirklich auch das, was man gerne tut, viel zu machen und auch anderen Leuten dann beizubringen. Das heißt, ihr seid so fast Andreas zu Hause im Verein, ihr verbringt da eure komplette Freizeit oder wie kann ich mir das vorstellen? Ich bin gerade letztes Jahr 25 Jahre in diesem Verein, habe da natürlich alles Mögliche an Sportarten ausprobiert und bin dann halt vor fast 20 Jahren dann beim Floorball gelandet. Wie bist du da hingekommen? Es gab mal einen Tag der Vereine in der Stadthalle und dort waren wohl ein paar Studenten, die das gespielt haben damals. Bremen war in den 90ern wahrscheinlich die Hochburg des Floorballs in Deutschland und haben mir erzählt, dass das eine schwedische Sportart ist und ich bin halb Schwede und da dachte ich mir gleich so, die kenne ich gar nicht, meine Familie ist keine Floorball-Familie in Schweden und dann war das halt natürlich klar für mich, dass ich das anfangen musste und ausprobieren musste und dann bin ich hängen geblieben. Timothy, wie bist du zum Floorball gekommen und was ist für dich das Besondere an dieser Sportart als Spieler? Dazu gekommen bin ich durch eine Schul-AG. Mhm. Da haben wir angefangen und auch die meisten Leute, die ich kenne, haben irgendwann mal in der Schule angefangen. Und dann hatte man irgendwann mal, man möchte das doch gerne mehr machen und dann gibt es Verbindungen zum Verein. Und ich glaube, das Besondere ist, dass im Moment macht das noch nicht jeder. Also man hat wirklich so ein bisschen was Besonderes, was man macht und das macht es dann einem nicht ganz so schwer, wirklich gut und besser als andere zu werden. Also man kann wirklich schnell nach oben gehen, wenn man sich da anstrengt und dann auch wirklich oben mitspielen und so. Und das ist schon was Besonderes dann. Schnell nach oben, das heißt, ihr fördert bei euch auch junge Talente, bringt ihr nach vorne. Ihr selbst spielt in der Bundesliga, wie du eben gesagt hast. Wie kann man da noch einen draufsetzen? Also es gibt natürlich Nationalmannschaften und dergleichen, das ist natürlich das Ziel. Wir haben viele Spieler in die Auswahlen gebracht, gerade junge Spieler. Timmy ist einer davon. Ich habe selber auch ein U19-Länderspiel auf der Habenseite und habe in der Nationalmannschaft gespielt. Das soll natürlich auch immer für die wirklich Guten halt ein Ziel sein, sich für die Auswahlen zu empfehlen. Und dafür bedarf es halt einfach einer guten Jugendarbeit und natürlich auch die Möglichkeit, dann hochklassig zu spielen. Ihr habt im Vorgespräch erzählt und es gibt jetzt, ihr habt jetzt noch ein Haben gebucht, um den Floorball zu etablieren. Ihr seid jetzt anerkannt als olympische Sportart, das heißt, habe ich es richtig verstanden oder wie? Nicht ganz, wir sind der Dachverband, der Deutsche Floorballverband, der ist seit Samstag ganz offiziell im Deutschen Olympischen Sportbund. Also wir haben jetzt den echten Sportstatus sozusagen in Deutschland erhalten. Das ist natürlich ein Meilenstein für diese Sportart. Und ein ganz, ganz wichtiger Schritt natürlich, um diesen Sport wirklich zu etablieren. Und anscheinend habt ihr beide auch dazu beigetragen. Also Glückwunsch auch an euch beide, dass ihr das überhaupt so weit gebracht habt, den Sport nach vorne gebracht habt. Timothy, was heißt denn jetzt eigentlich Floorball beim TV Eichhorn? Was für Mannschaften gibt es dort? Frauen, Jugendmannschaften, Männermannschaften? Wie kann ich mir das vorstellen? Eigentlich genau so. Also wir haben, ich glaube, das fängt bei den U13-Mädchen an, dann haben wir auch noch, oder U11 sogar haben wir, dann U13 oder U14 inzwischen. Dann gibt es eine Damenmannschaft oder ich glaube, die haben inzwischen sogar drei getrennte Mannschaften, mit denen sie spielen. Dann haben wir im Jugendbereich noch, ich glaube, U11, U13, U15 und U17 inzwischen. Und dann jetzt noch die ersten Herren, die zweiten Herren, weiß ich nicht, ob es die noch gibt, aber soll es zumindest wieder geben, dass man auch mehr im Hobbybereich Breitensport, da auch für Erwachsene dann wieder was hat. Und es ist eigentlich so eine große Familie da. Also jeder hat da schon mal mit jedem zu tun gehabt und eben durch das Ehrenamt, dass die Herren Spieler auch die Trainer von den Jugendteams sind, ist das halt auch sehr gemeinschaftlich da. Hört sich auf jeden Fall sehr gut an. Spielt ihr dann wirklich in der Liga und wahrscheinlich gibt es viele Vereine hier in Bremen, die spielt ihr regional aus oder überregional? Also es ist die Nordwestregionalliga U17,
Und die Jungs, die und das eine Mädel, die wir in unserer U17 haben, wir müssen schon ein bisschen fahren, also bis Hamburg, Großraum Bremen ist natürlich stark vertreten mit Lilienthal, ATS Bundentor, SVGO. Das sind einige Mannschaften, die also hier in der näheren Umgebung halt zu Hause sind, aber es ist schon mit ein bisschen Fahrerei verbunden. Und ja, es sind 6 Mannschaften in dieser Liga und sind dann halt in unregelmäßigen Abständen halt Spieltage, die in Turnierform gespielt werden. Wenn ich jetzt Bock habe, Floorball zu spielen, wer kann das machen und wo muss ich mich dann melden? Das kann an sich jeder machen, das ist ja das Schöne daran. Und da sollte man am besten einfach mal im Internet gucken, in welcher Altersgruppe man sich da befindet. Und dann gibt es meistens entweder auf der Seite von Eiche Horn oder wir haben auch die Abteilungsseite. Da kann man dann direkt gucken, so, hier, da gehöre ich hin. Und dann ist auch meistens ein Ansprechpartner hinterlegt. Also jeder ist herzlich willkommen bei euch in der großen Floorball-Family. Hat mich gefreut, euch kennenzulernen. Macht weiter so als junge Menschen engagiert für eine Sportart und für einen Sport. Ich würde mich freuen, euch nochmal wieder hier zu begrüßen. Vielleicht können wir ja mal ein Spiel aufnehmen, damit man auch mal einen Gegner sieht und wie das mit dem Gegner aussieht, die Sportart. Vielen Dank euch beiden. Vielen Dank.